Ja, Hochschule und Universität sind ja oder ist ja eine bunte Mischung von vielen Studierenden, ein sehr heterogenes Feld. Und für die Lehrenden ist ja immer so die schöne Vorstellung, dass dann alle auch mitmachen. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie das möglich ist. Der erste Punkt ist, gehen Sie doch einfach mal ganz kurz zusammen. Und Sie haben jetzt eine Minute Zeit, also zweimal 30 Sekunden, einfach mal kurz sich darüber auszutauschen, was Sie eigentlich dafür tun, dass Studierende in Ihren Veranstaltungen mitmachen, dass sie sich aktivieren. Und diese Methode nennt sich spontanes Netzwerken. Sie stammt aus einer Sammlung, die ich Ihnen heute zumindest mal, auf die ich Sie hinweisen möchte, nämlich die sogenannten Liberating Structures, eine Idee, die eben dazu da ist, um möglichst viele Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Die wunderbare didaktische Idee dieser Methode liegt darin, dass eine Veranstaltung sich aus fünf Aspekten zeigen lässt, nämlich wie sieht eigentlich die Einladung aus? Also wie ist der Impuls gedacht, auf den die Teilnehmenden reagieren sollen? Dann der zweite Aspekt, wie ist der Raum gestaltet? Wie ist der Rahmen gestaltet, in dem die Teilnehmenden interagieren sollen? Und was für Material brauchen sie? Die dritte Idee oder der dritte Aspekt ist, wie sehen die Formen der Mitwirkung aus? Wie sollen sich die Teilnehmenden aktiv beteiligen? Und bei der vierten oder unter dem vierten Punkt geht es darum zu schauen, wie ist die Gruppierung, also wie wechseln die Konstellationen, wie ist die Anordnung der Interaktionsform? Und dann die fünfte Idee ist dann eben die Abfolge der Sequenzen. Wenn wir das jetzt mal mit einer klassischen Veranstaltung uns angucken, der Vorlesung, dann ist die Einladung an das Publikum die, dass sie zuhören sollen, und zwar von Anfang bis Ende. Der Raum ist so gestaltet, dass es eben in der Regel ein großer Saal ist mit einer Blickrichtung. Als Material gibt es dann häufig die PowerPoint-Folie und ja. Also alles ist recht statisch und bei der Beteiligung sieht es so aus, dass eine Person ungefähr 100% der Zeit bekommt, vielleicht 99 oder 98% mit eben einem kurzen Anteil noch an Fragen. Das heißt, die Gruppierung ist sehr statisch und der Ablauf ist auch der, dass eine Person spricht und die anderen hören zu und gegebenenfalls stellen sie am Ende noch Fragen. Bei einer offenen Diskussion, was im Prinzip das Gegenteil davon ist, da sieht eben die Einladung aus, dass die Teilnehmenden auf eine These-Frage reagieren. Der Raum ist so gestaltet, dass es eine Großgruppe gibt oder mehrere kleine Gruppen, aber auch eine feste Anordnung und die Beteiligung sieht so aus, dass sie nicht organisiert ist, sondern die Individuen teilen ihre Ideen mit, hören zu, sprechen, wann immer es ihnen eben passt oder wann sie eine Möglichkeit bekommen, sich einzubringen. Die Gruppierung ist auch die, dass die Anfangsformation bleibt und der Ablauf sieht der aus, dass eben die Person, eine moderierende Person kurz oder eine Lehrperson kurz, die das Thema vorstellt und in der restlichen Zeit sprechen die Teilnehmenden. Und was ich ganz interessant finde an diesem oder an dieser didaktischen Idee ist, sich zu überlegen, wie sehen die Beteiligungsformen aus? Und da gibt es vier Dimensionen entlang der Achse eine Person und alle Teilnehmenden und verteilte Kontrolle und zentralisierte Kontrolle. Das heißt, es geht darum, sich zu überlegen, wie viele Personen sind beteiligt und wie sieht die Kontrolle über den Inhalt aus. Und wenn ich jetzt eine Vorlesung habe, dann ist die Situation, ich nehme mal eine Farbe hier,
dass die eine Person spricht und hat auch die Kontrolle über die Veranstaltung. Bei einer offenen Diskussion ist die Kontrolle verteilt, aber es sieht auch immer so aus, dass nicht alle Personen sich beteiligen, sondern in der Regel diejenigen, die eben gerne auch sonst das Wort ergreifen. Und gerne eben auch die VielrednerInnen. Das heißt, die Frage ist, wie kriege ich es hin, dass sich alle beteiligen und dass ich aber auch die Kontrolle aufgebe. Und da gehört natürlich auch dazu, Vertrauen in eine Gruppe zu haben und zu sagen, ich kann auch mal abgeben und ich muss nicht genau immer wissen, was passiert, sondern ich überlasse einfach mal die Idee der Gruppe und ich vertraue darauf, dass die Gruppe auch eine gewisse Schwarmintelligenz entwickelt und mit auch untereinander zu einem guten Ergebnis kommt. Und ja, die Frage ist natürlich auch, wie ich Studierende motivieren kann. Und da möchte ich auf einen Punkt zurückgreifen, den Franziska Richter bei einer Veranstaltung im Sommersemester, hier auch einer Coffee Lecture, auf den sie eingegangen ist, nämlich diese Theorie der Selbstbestimmung, wo sie eben dargestellt hat, dass es zum einen das Bedürfnis nach Autonomie gibt, das Bedürfnis nach Kompetenz und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit, also als die drei Aspekte, die Motivation ausmachen. Und diese sogenannten Liberating Structures ist eine Methodensammlung, kommt aus dem Englischen, von daher sind eben auch die Namen alle auf Englisch und die Erklärungen auch auf Englisch, die eben eine Möglichkeit anbietet, möglichst viele Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Und Sie als Beteiligte heute sind jetzt im Rahmen Ihrer kurzen Austauschrunde, war das sogenannte Impromptu Networking oder spontane Netzwerken als eine Methode, um eben Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Eine gerne auch gut genutzte Methode ist dieses 1, 2, 4, alle. Als Idee, dass eben die Einladung so aussieht, dass es einen Impuls in Form einer Frage gibt. Dann gibt es eben als Raum oder Material Stühle, Klemmbretter oder eine digitale Plattform, wenn man eben diese Methode online durchführt. Und hier sind auch alle beteiligt. Und die Gruppierung sieht so aus, dass es zuerst eine Einzelarbeit gibt, eine Zweiergruppe und dann geht die treffen sich zwei Zweiergruppen nochmal als Vierergruppe und dann gibt es einen gemeinsamen Austausch. Also als Skizze sieht das dann so aus, die Frage als Impuls und darüber denken die Leute dann erstmal eine Minute nach, um dann als Zweiergruppe gemeinsam sich auszutauschen und dann als Vierergruppe nochmal die Ideen zusammenzubringen. Und so ist diese Idee dieser Liberating Structures eben aufgebaut. Und was ganz schön ist, ich gebe mal hier es gibt eine App, wo eben diese Methode auch nochmal beschrieben ist. Und hier gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Und die Möglichkeit ist eben hier zu gucken, was habe ich für eine Aufgabe oder wie möchte ich die Leute beteiligen und was kann ich aus den 33 Ideen nutzen, um Abwechslung reinzubringen, vielleicht nicht immer die gleiche Idee verwenden. Und diese Liberating Structures hier nochmal für Veranstaltungen an der Uni aufzubereiten und nochmal in Kurzform zu präsentieren und stelle hier auf unserer Online-Seite, unserer Website dann eben die Idee nochmal kurz vor als Möglichkeit
eben zu schauen, ob da etwas dabei ist, was ja für einen selbst inspirierend ist, um Menschen, Gruppen in Lehrveranstaltungen, Studierende miteinander in Kontakt zu bringen. Denn diese Methode, die stammt eigentlich aus der Organisationsentwicklung und ist insgesamt eben auch ja, mehr auf den Unternehmenskontext ausgerichtet und es verlangt manchen Stellen eben eine kleine Übersetzungsarbeit in den universitären Kontext. Ich freue mich, wenn Sie vielleicht jetzt auch eine kleine Inspiration gefunden haben, wie Sie Leute miteinander in Austausch bringen, wie Sie Leute in Kontakt bringen, um Ihre Themen in der Lehrveranstaltung auch interaktiver zu gestalten.